Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play This War of Mine. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Ja, daran mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Hier. Roman hat gegen Bruno gekämpft, als wir nicht schon genug Schwierigkeiten hätten. Bruno gerieten. Ein Kampf mit Bruno. Roman gerieten. Egal. Okay. Seid ihr verletzt? Leicht verletzt, okay. Ja gut, der Roman kann halt austeilen, ne? Wir lesen mal Bio. Tag 18, meine Geschichte. So hart, aber die Frau meiner Chance gab mir Bestes, um schön aus des Adels. Das haben wir letztes Mal schon gelesen und sonst könnt ihr es selber noch mal lesen, wenn ihr Lust habt. Gut. Schicken die Leute mal schlafen. Weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal alles gemacht haben. Ich weiß nur, dass sie traurig sind. So auch immer. Was haben wir denn? Wir haben nicht viel. Ich habe auch einen Themenvorschlag von einem Zuschauer bekommen, den werden wir auch gleich behandeln. Ich will hier nur mal noch gucken, was wir hier so machen können. Ob wir hier irgendwas Gescheites bauen können. Mikro an? Ja, Mikro ist an. Ihr solltet mich also hören. Hier, wir können das da bauen. Sägeblatt. Stellen wir doch mal eins her. Ja. Die letzten paar Tage, wir haben jetzt heute Samstag. Die letzten paar Tage kam nichts. Ich hatte einfach keine Zeit, um aufzunehmen. Aber generell, wenn ich halt dann mal nichts aufnehmen kann, nehmt es mir nicht übel. Es geht dann halt einfach nicht. Ich gebe mir Mühe, möglichst immer was zu uploaden. Aber wenn es dann mal halt nicht geht, Schwamm drüber, ist es so. Kann ich einen Schwamm bauen? Oder so ein Filterdingen? Fuck. Ich hätte es für ein Sägeblatt. Ich habe das für ein Sägeblatt ausgegeben. Irgendwie suchen, hoffen wir jedes Mal, dass wir hier einen Händler kriegen, ne? Oder ein Händler hierher kommt. Weil so können wir nicht viel machen. Ja, und deshalb beenden wir direkt schon den Tag. Die Nacht werde ich mich jetzt konzentrieren müssen. Deshalb werden wir das vorgeschlagene Thema erst behandeln, wenn wir wieder zurück sind. Pavel geht wieder plündern und der Roman steht Wache, in der Hoffnung, dass er nicht wieder ausrastet. Gefahr. Wir waren ja letztes Mal, waren wir an der Baustelle. An der Baustelle. Wir brauchen Teile. Eine Menge Teile. Gefahr. Gefahr. Gehen nochmal auf die Baustelle. Ich glaube, wir brauchten da nichts. Wir gehen aber mal so mit leeren Händen. Ach verdammt, ein Sägeblatt. Ist der Typ jetzt wieder da oben? Der war letztes Mal nicht da. Geh da mal runter. Eine Ratte. Ach, du kannst da runter? Habe ich ja letztes Mal irgendwie gar nicht gerafft. Ja, und hier hätten wir das Sägeblatt gebraucht. Scheiße. Verdammt. So dufte Sachen. Ja. Ich möchte mich auch hier nochmal bedanken, dass ihr das Projekt so riesig feiert. Es kommt ja wirklich, wirklich gut an bei euch. Da kannst du nicht hoch. Okay.
dafür möchte ich nochmal Danke sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, dass ihr das so derbe feiert. Aber ist natürlich auch schön für mich zu sehen, dass das, was ich hier mache, den Leuten gefällt. Nein, lauf. Ich weiß nämlich nicht, ob der Sniper wieder da oben hockt. Du weißt nicht, wie du da hinkommst. Wie wär's mit drüber? Aha. Boden ist weg. Na dann wird es schon schwerer. Zeit achten. Kannst du da runter springen? Nee. Gut, dann gehen wir da. Da ist ja auch noch so ein Ding. Hier oben war ja mal ein Sniper. Ich hoffe jetzt wirklich, dass der nicht da ist. Sonst. Gut, Pavle kann schnell laufen. Ich hoffe. Da ist niemand zu Hause. Schaut nicht so aus. Wir werden jetzt mal hier hochgehen. Und dann kurz gucken. Ne. Ausgeflogen. Okay. Heute sollten wir auch nicht allzu groß gestört werden, denke ich. Da unten sind die duften Sachen. Bitte seid nicht hier. Nein, da ist niemand. Sind die irgendwie ausgeflogen oder so? Hier ist niemand. Okay. Oh, nice. Richtig fett Essen gefunden. Was ist das? Inhaltsstoff und Medikamenten, okay. Lass mal da. Da ist auch niemand. Bitte nicht, bitte seid nicht hier unten. Das wäre der grande Malheur. Hier ist aber auch nichts, was wir mitgehen lassen können. Hier kann man nicht raus. Ja, die Zeit ist nämlich bald um. Und ich renne jetzt lieber mal schon zum Ausgang. Ich habe nämlich keinen Bock, dass wir hier nachher irgendwo feststecken. Schaffen wir das? Ja, das sollten wir schaffen. Pavle ist ein schnelles Bürschchen. Aber wir haben richtig schön was zu essen gefunden. Leider keine Materialien, aber immerhin. Wir können allen noch mal eine Essensration gönnen. Aber wir haben kein Wasser. Mist. Jetzt besteht die Hoffnung, muss die Hoffnung wirklich bestehen, dass hier heute noch ein Händler auf der Matte steht. Weil sonst kriegen wir langsam aber sicher Probleme. So, du, isst mal was? Oh, richtig schön essen. Und sogar noch mehr. Katja, geh holen. So, lecker Essen gefunden.
Wir haben sogar Dünger. Dann. So. Roman, hau dir auch noch was hinter die Zähne. Dann darf Katja auch noch. Und Bruno brauchen wir dann, damit der hier kochen kann. Wo haben wir eigentlich unser Medikament? Ah, da. Händler, bitte, Mann. Um 10 kommen die ja ungefähr. Wenn man vom Teufel spricht. Haben wir... Ja, wir haben sogar Alkohol. Geil. Aber wir haben kein Wasser. Deshalb handeln wir erstmal mit dem hier. Hast du Wasser? Du hast Wasser. Gib her. Du kriegst von mir... Was? Zucker? Okay. Davon. Gut, dann kriegst du das hier nicht. Noch mit Essen. Ach so. Hier. Großzügig. Auch nicht. Ich weiß, wir haben genug Essen. Aber. Kannst du mal versuchen. Das hier. Das hier. Ach, das ist auch wertvoll. Kaffee geben wir nicht her. Das will die liebe Katja. Nein. Gut. Handeln. Dann will ich noch mehr davon. Diesen Baudingern hauen wir uns jetzt alles rein, was wir kriegen. Ja, wir wissen nie, wann der das nächste Mal hier aufkreuzt. Wäre auch witzig gewesen. Was? Nein. Was? Was? Wir haben keinen Alkohol mehr nachher. Aber wir haben davon. Die sind auch recht kostbar, wie mir scheint. Handeln. Und dann will ich noch Holz. Und davon. Okay, die sind sehr wertvoll. Ich will eigentlich nicht alles hergeben, aber es ist gut zum Handeln, anscheinend. Wir haben ihn nachher bald leer gehandelt. Warte. Gibst du mir davon? Davon? Okay, die sind extrem wertvoll. Gut, wir können die nicht groß brauchen. Ach doch. Herrschen, gerade mit dem Schwanz aus dem Mund. Drehtabakszigaretten. Mann, jetzt. Dann, damit es unseren Jungs bald wieder besser geht. Damit die ein bisschen fröhlicher durch die Welt gehen. Holz haben wir zwar, glaube ich, genug. Ne? Ja, genug ist. Ja, gut. Nehmen trotzdem dann noch. Für bäde Zeiten. Ist das? Das?